die Doppelspiralbewegung, wenn sich ein kleiner Körper als Teil eines größeren Körpers bewegt, Erde und Sonne. Diese Bewegung ist offensichtlich in der Bewegung der Weichen um die harten Teilchen, zusammen als Elektronen bekannt, der Elektronen um die Protonen, der Atome innerhalb der Moleküle, des Erdkörpers um die Erdseele, der Planeten um die weißen Sonnenstern 1, der weißen Sonnen um die schwarzen Sonnen, der schwarzen Sonnen um das Zentrum des Universums. USW. Bezüglich des größeren Körpers kann ein kleiner Körper, der von ersterem in einem zykloiden Raumwirbel im Schlepptau gehalten wird, sich zum Zentrum hin oder hinweg bewegen. Die erstere der Bewegungen weist auf eine Konzentration hin, Verdichtung, Einatmen, die zweite auf eine Ausdehnung, Expansion, Ausatmen. Im extremen Fall führt das zu der Integration des kleineren Körpers in den größeren und lässt ihn kraftvoller werden, oder der kleinere Körper verlässt schwächer werdend den großen Körper. Individualisation der Erde hat momentan ihren Höhepunkt erreicht. Sich daran zu erinnern, ist sehr wichtig.